wann trauen sie sich da immer? Der Hauptbestandteil ist Wasser. Ansonsten ist halt alles drin, was unsere Eisbären gerne fressen. Das heißt leckeres Obst, Fleisch, Fisch, Lebertran ist die Spezialität unserer Eisbären. Manchmal auch ein bisschen was Süßes, wie zum Beispiel Sirup oder so. Halt ganz verschiedene Sachen und jede Bombe ist halt anders und wieder individuell. Ja, 30 Grad ist natürlich auch ein bisschen warm, aber wenn denen zu warm wird, dann gehen die ins Wasser oder verziehen sich in Schatten. Die Eisbären, gerade unsere beiden, kommen seit Generationen aus Europa. Das heißt, die Wärme kommt jetzt nicht plötzlich, sondern sie sind über Generationen hinweg schon an dieses Wetter gewöhnt. Und von daher, klar ist denen auch warm, genauso wie es uns warm ist. Aber wenn denen zu warm wird, dann suchen sie schon ihre Abkühlmöglichkeiten. Wenn es ein bisschen kühler wird, dann sieht man diese teilweise aber auch Sonnen. Also, dass sie jetzt wirklich die Minusgrade suchen, ist nicht der Fall. Manchmal genießen sie es auch, wenn einfach mal die Sonne scheint.